Ja! Schön und Metal, Leute! Ich bin's wieder! Euer Arni! Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ich habe gestern von einem guten Gumbel Teamspeak-Aufnahmen zugeschickt bekommen. Die sind recht unbekannt, sag ich mal. Alte Teamspeak-Aufnahmen aus der ersten Teamspeak-Staffel, die kennt vielleicht nicht jeder. Ich frage euch deswegen, habt ihr Bock darauf, auf die erste Teamspeak-Staffel? War meiner Meinung nach eine der besten, ja? Eine der besten Teamspeak-Staffeln ever, wenn nicht die beste. Und ich habe hier dieses Bild, ja, das lasse ich übrigens drin, weil wir machen heute auch ein Teamspeak-Ding. Das habe ich mir ausgeliehen von Drakonem Odi. Ja, ein anderer Kanal, der dieses, ich weiß nicht, ob er das Bild selber erstellt hat. Ich fand es sehr großartig. Es passt halt zur Lord Korea Staffel. Ich find's wunderschön. Ich hoffe, es geht fit für dich. Ganz viel Liebe an dich. Ja, also das Ding ist, ich habe die gestern zugeschickt bekommen. Ich weiß aber nicht genau, wie ich die hier im OBS verarbeiten kann. Würde mich dann schlau machen, wenn ihr darauf Bock habt, auf die erste Teamspeak-Staffel. Jetzt noch so ein kleiner Vorgeschmack. Ich kann es mit der Maus machen hier. Moment, ich zeige euch mal so ein, zwei Sätze. So, hier mit der Maus kann ich es so abspielen. Ich hoffe, man kann es gut hören. Er redet hier über etwas, das jemand gemacht hat. Und der hohe Lord, der Lord mit der hohen Stimmenerkennung erkennt eine gewisse Person nicht. Passt mal auf. Dass er seinen Real-Life-Namen angeben und ich bezweifle, dass er das ist, was er da also angegeben hat. Also vom Regenbogenschaf kommt es dann nicht? Nee, das Originallied, das Lügenlord-Song, sorry, das kommt ja eigentlich von Drachenlord Nerf, wenn ich da nicht falsch liege. Regenbogenschaf ist viel zu unprofessionell dafür. Riecht sowas nicht hin. User joined your channel. Weil ich zumindest bisher ja, der malt das Zeug ja immer. Das schaut schon aus, als wäre da ein Henner durch die Farbe und dann übers Blatt. Also ihr merkt, er redet mit RBS. Über RBS, der große Stimmenerkennungslord. Das ist so gut, Leute, das ist so gut. Ihr könnt gerne reinschreiben, hier, Hashtag mach das du Penne oder lass sein, die Kacke. Sucht euch was aus, also schreibt einfach ja, nein oder ich hab Bock drauf oder so. Also ich hab richtig Bock drauf. Ich muss das halt dann irgendwie... Weiß nicht, ob ich das irgendwie auf nicht gelistet hochlade und dann abspiele zum Kommentieren oder so. Ob ich das alles zusammen... Also es sind sehr viele einzelne Parts. Ob ich dann irgendwie alle zusammenrender zu einem großen Video, das dann hochlade und so weiter. Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich muss mich da schlau machen. Ihr wisst, ich bin Technik-Dulli. Wir haben allerdings... was heißt wir? Ich habe allerdings ein anderes Video gefunden. Auch noch aus der Teamspeak-Staffel, ist aber bereits von 2017. Drägerband heißt das. Also, ich hab Bock drauf, weil ich gerade auf diesem Teamspeak-Ding jetzt mehr oder weniger war, dachte ich mir, ey, komm, suchen wir uns noch eins raus. Ich dachte eigentlich, komm, ich mache nur ein Video für eine Abstimmung so. Aber ey, ich kann euch doch nicht einfach irgendwas sagen und dann sage ich, hier macht man eine Abstimmung und dann gehe ich wieder. Nein, Leute. Nein, das macht der Arni nicht. Normalerweise. Manchmal ja, aber heute nicht. Auch weil ich dieses Bild einfach jetzt, das kann ich nicht für so ein kleines Video nutzen. Das ist einfach so wunderschön. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein in dieses Teamspeak-Video. Es gibt noch eine geniale Discord-Staffel, freilich. Aber ich fand diese Teamspeak-Staffel von früher, finde ich einfach irgendwie schöner. Irgendwie hat das was, das bockt mich und ich hoffe, es bockt euch auch ein wenig. So, lass uns mal reinschauen hier, Abfahrt. Geld verdient an so Idioten wie dir. Dankeschön. Ey, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum eure Intelligenz nicht dazu ausreicht. Sagt der mit einem IQ von 85. Hups. Sorry, wenn manche Leute davon laut sind und übersteuern, da kann ich leider nichts für. Zum Glück nichts für. Ist halt so. Ne? Manche Leute sind im Teamspeak halt sehr laut, manche sehr leise. Greifen. Ihr wollt alle immer so viel schlauer sein als ich. Ich verdiene Geld daran, dass ihr Idioten so eine Scheiße abzieht. Und ich bin der Dumme? Ja. Meiner Meinung nach ja. Denn du hast deinen Job darauf aufgebaut. Du bist vom Beruf Opfer. Du hast deinen Job darauf aufgebaut, ja, dass du
gehatet werden musst. Das ist, so hast du deinen Job aufgebaut. Und das ist nicht so gut. Das hat halt keine Zukunft. Das Geile ist, ihr meint wahrscheinlich auch noch, ich bin Matt. Ich amüsiere mich gerade königlich. Moment, Bingo-Karte, wo ist sie? Fake-Lachen. Abgekreuzt. Weil ich hier alle rausbannen kann. Und das sogar noch berechtigt. Hört euch das an, weil ich hier alle rausbannen kann, das sogar noch berechtigt. Bruder, wie kann man, ehrlich, wie kann man so hängen geblieben sein? Oh Mann, ey, das ist so eine Lachnummer, ey, ohne Scheiß. Ist euch, allen Hatern, ist euch eigentlich klar, dass ich und die... Leute, er meint uns, ja? Er fragt uns jetzt, also bitte Konzentration hier. ...anderen Mods und Normal-User, die keine Scheiße bauen, uns den Arsch über euch Idioten ablachen, wenn ihr 100 Mal am Tag gebannt werdet. Nein, Reini, wir lachen uns den Arsch ab, ja? Du wirst ständig richtig Matt. Richtig Matt. Ich gucke oder höre gerne so Teamspeak und Discord-Aufnahmen, wenn ich gerade irgendwas mache. Gestern beim Kochen habe ich mir das Video vom Heiligen Ofenkäse angehört, auch eine Discord- oder Teamspeak-Aufnahme. Fand ich auch sehr großartig. Das ist euch so eine und da bin ich auf die Idee gekommen, ey, Teamspeak oder Discord wäre mal wieder ein geiles Video, hätte ich auch wieder Bock drauf. Aber was nehmen? Und dann hat ein gewisser Freund mir gesagt, ey, ich habe hier noch ganz alte Sachen auf der Platte, schicke ich dir, wenn du willst. Und ja, jetzt habe ich das. Ich muss das, wie gesagt, nur mal zusammenrendern und so weiter. Und wenn ihr da Bock drauf habt, machen wir das. Die erste Teamspeak-Staffel. Leute, ich sage euch immer großartig. Zeitverschwendung gibt. Ganz ehrlich, in der Zeit, in der ihr heute, nur heute, die immer wieder kommen, gebannt wurden, in der Zeit kann ich locker eine Let's Play-Folge aufnehmen, die rendern, bearbeiten und hochladen. Ja, Rainer, hast du aber nicht gemacht. Weil du damit beschäftigt warst, um dich über die Leute aufzuregen. Und das haben die auch bezweckt. Ich meine, das ist doch eine Lachnummer, Mann. Mein Ernst, was soll dieser Kindergarten? Oh, Kindergarten? Abkreuzen. 5 Jahre. 5 Jahre und ihr habt nichts dazu gelernt. Keine Entwicklung zu erkennen. Nach 5 Jahren. Sogar ich habe mich in 5 Jahren weiterentwickelt. Du bist noch fetter geworden. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Den habe ich nicht kommen sehen. Der war gut. Ich war nochmal zurück, wenn man es immer komplett ohne meine dumme Lache anhört. Sogar ich habe mich in 5 Jahren weiterentwickelt. Du bist noch fetter geworden. Du bist fetter geworden, richtig. Aber ich verdiene auch noch mehr Kohle als früher. Dankeschön. Genau deswegen sage ich, ich entwickle mich weiter im Gegensatz zu euch. Ihr seid stehen geblieben. Ja, er ist halt sehr viel runder geworden. Das stimmt schon irgendwie, ne? Ey, der kam jetzt gut. Ihr ruft immer noch auf die Kinder. Jungfrau 140 Kilo, ich entwickle mich weiter. Ich bin Wahnsinn, ich hab dich schon geblockt und ich hab dich auch schon markiert, Alter. Rainer, wenn du ihn schon geblockt hättest, dann hättest du ihn jetzt nicht hören können. Ja, aber erzähl mal. Also so oder so kommst du hier nicht mehr raus, also... Oh, er kommt nicht mehr raus! Wenn er jetzt nicht mehr reingekommen wäre mit dem Account, hätte ich es verstanden, aber dass er nicht mehr rauskommt. Rainer hält die Leute in Teamspeak gefangen, einfach. Ich verstehe euren Kindergarten nicht. Das erste, was ich mache, sobald ihr losredet, ist euch markieren. Das zweite, was ich mache, ist, sobald ihr weiterredet, ist euch bannen, wenn ihr scheiße. Ihr müsst euch ja vorstellen, wenn man da im Teamspeak redet, wird man sofort markiert. Sofort. So läuft Rainers soziales Leben ab. Das ist ja wirklich Rainers soziales Leben. Das war dieser Teamspeak und dieses Discord. Das war Rainers einziger Kontakt zur Außenwelt. Und den regiert er mit eiserner Hand. Eiserner Faust. Scheiße redet. Ebony, ich habe gerade keine Zeit, da alle Sachen zu lesen. Ganz ehrlich, das ist so ein Witz. Das ist so ein unglaublicher Witz.
5 Jahre und ihr habt in eurem Leben nichts anderes zu tun, als hier Scheiße zu labern und einen auf den Sack zu gehen. Dabei geht ihr mir nicht einmal auf den Sack, sondern ich amüsiere mich auch noch königlich, während ich euch banne. Ja, Rainer amüsiert sich königlich. Hört ihr seine gute Laune? Er amüsiert sich wirklich königlich, das glaube ich ihm. Und alle anderen Mods und Normal-User, die angeblich so viel dümmer sind, weil sie mir helfen oder auf meiner Seite stehen. Rainer, jeder, der auf deiner Seite steht, der ist halt, naja, ich weiß nicht. Der ist halt sowas wie Sat1 oder Böhmermann oder so, ne? Oder Lobo. Die scheinen aber hängen geblieben. Die lachen sich noch einen Arsch drüber ab. Und kleiner Funfact nebenbei, alle seine Mods, alle. Es gibt nicht einen in den letzten 10 verdammten Jahren, der nicht am Ende zum Hater wurde. Nicht einen. Und Rainer erzählt immer, ja, wenn man mich besser kennenlernt, merkt man, was für ein netter Mensch ich bin. Ja? Nicht ein einziger Mod ist nicht zum Hater geworden. Nicht einer. Und die haben Raini alle kennengelernt. Schaut euch mal hier dieses Wer ist Rainer Winkler von Demon an. Das ist großartig. Demon macht sowieso großartig. Der war lange Zeit war der Rainers Mod, Rainers bester Bro. Junge, wie der sich verstellen musste, wie der muss Herpes am Poloch bekommen haben, wenn er sich die ganze Zeit so einen Dreck anhören musste. Und hat's durchgehalten für uns. Ganz ehrlich, an alle, ja, die hier auch nur minimal behaupten und davon ausgehen und glauben, in der Legende des Hannes ich. Rainer, ich glaube, alle, die dieses Video hier schauen, und ich, ja, wir sind eine Community. Und ich glaube, wir sind alle intelligenter. Alle. Beweist es endlich mal. Und hört auf mit eurem Kindergarten, den ihr 5 Jahre lang abgezogen habt. Rainer, was... Für Rainer ist immer das Ding, ihr müsst beweisen. Wenn er was beweisen will, nee, ihr müsst beweisen. Beweist mir das Gegenteil. Beweist mir, dass er schlauer seid als ich. Rainer, ich könnte das kleine 1x1 aufsagen. Und das wäre dann der Beweis, dass ich schlauer bin. Glaube ich. Ihr begreift noch immer nicht, dass ich euch nur Matt liefere, wenn ich Lust dazu habe. Nicht, wenn ihr meint, ihr kriegt welches. Nein, Rainer, du lieferst Matt, wenn wir das wollen. Sobald du da bist, dann entscheiden die Zuschauer darüber, soll es heute Matt geben oder habe ich heute keinen Bock drauf. Rainer, und dann wird, wenn die entscheiden, es soll Matt geben, dann wird ein bisschen im Chat gespammt, dann wird halt ein bisschen gepiesackt. Und dann lassen wir dich einfach reden. Du lieferst dann schon, ob du willst oder nicht. Die Sache heute im Stream war mein Verdienst, nicht euer. Alles immer Rainis Verdienst. Wie viel verdient er damals auch hatte? Lull. Die Sache heute auf Twitch oder gestern oder vorgestern, die ganze letzte Woche, den ganzen letzten Monat, die ganzen letzten 5 Jahre, nichts davon ist euch zu verdanken, sondern mir. Ohne mich, gell? Die Sache auf Twitch. Er wurde gebannt. Er hat die N-Bombe gedroppt und so weiter. Ja, und hält das für seinen Verdienst. Just saying. Kannst du dir nicht ausdenken. Euren ganzen Kindergarten gar nicht, euren ganzen Verein. Nicht ihr seid diejenigen, die die Macht haben. Ja, ihr habt vielleicht in der Besprechung oder in der Machtverteilung einen guten Platz. Aber ohne mich ist eure Macht sinnlos. Ja, wir haben sehr guten Platz in der Sprechung. Ne? Wir sind deswegen zum Sprecharzt gegangen, Raini. Es fällt alles in sich zusammen. Und du brauchst gar nicht darüber lachen, Low Level. Hallo. Das Coole ist, ich... Wie ist da noch, wie Rainer immer gesagt hat, mir ist egal, ob man mit oder über mich lacht. Das ist mir egal, ich will Freude bringen und Liebe. Er bringt Liebe, brecht ihm die Beine. Spaß. Wir wissen, wie Rainer das immer erzählt, wenn Maskenrainer da ist. Ja? Wenn Maskenrainer da ist und erzählt, ja, mir ist egal, ob die Leute mit mir lachen oder über mich lachen. Hauptsache, ich kann sie zum Lachen bringen. Das macht mir Freude, ich will nur Freude verteilen. Jetzt ist, brauchst gar nicht zu lachen, zack, Bann. Ja, das ist der richtige Rainer hier.
Wenn er denkt, er denkt hier gerade, er wird hier nicht aufgenommen. Ja? Er denkt gerade, er kann jetzt hier sein Ding abziehen. Hier kann er der richtige Rainer sein, das kommt nicht ans Licht. Nee, Reini, das ist falsch. Im Video setzt er sich oft eine Maske auf. Ja? Wir haben das ja gestern gesehen. Im Dragon Monday, als Beispiel. Da setzt er sich sehr oft eine Maske auf. Und sagt dann, ja, ist mir egal, wie die Leute lachen. Hauptsache, sie lachen. Auch wenn sie über mich lachen, ist nicht so schlimm. Ich freue mich dann immer. Jetzt, wenn er sich unbeobachtet fühlt, dann haut er raus. Predige diesen Kindergarten seit 5 Jahren. 5 Jahre predige ich diesen Scheiß. Und nach 5 Jahren habt ihr noch eure Intelligenz immer nicht eingesetzt, reingekommen. Eure Intelligenz ist ein Scheißdreck wert. Ihr seid alle Studenten. Benehmt euch mal wie welche. Eure Intelligenz ist ein Scheißdreck wert, ihr seid alle Studenten. So ein Spruch kann nur von Rainer kommen, ehrlich. Ich kenne keinen anderen, der so einen Spruch bringen würde, einfach. Ich meine, intelligenter, anstatt diesen ganzen Kindergarten abzuziehen. Ich weiß, dass ich lieber irgendwelchen normalen Stuff machen möchte, der angeschaut wird, als irgendwelchen Kindergarten-Kaspern, die den ganzen Tag meinen, hier aufnehmen zu müssen und auf YouTube reinzusetzen. Grüße gehen raus, hallo YouTube. Hallo Leute. Er hat es schon vermutet. Er hat schon vermutet, dass aufgenommen wird. Und die hier dann schon wieder irgendeinen Scheiß abziehen. Rainer, du hast gerade gesagt, du möchtest lieber richtigen Content machen, der angeschaut wird, anstatt hier so ein Blödsinn, wie zum Beispiel ich. Ja? Rainer, warum machst du denn keinen? Du redest immer, ich möchte so gerne mehr Qualität haben, ich möchte so gerne was anderes machen, aber machst es nicht. Du erzählst in dem Video, meine Streams sollen jetzt besser werden, qualitativ besser. 10 Minuten später gehst du live, setzt dich auf dein Zarensofa und machst den gleichen Mist wie vorher. So, was macht denn das für einen Sinn? Streams waren sowieso, ich weiß nicht, warum er immer Streams gemacht hat. Im Stream interagiert man mit dem Chat. Ja? Und Rainer ist nun mal nicht der Leseexperte, er war nicht beim Lesearzt. Ja? Rainer hätte Videos machen können, ey, vielleicht sogar qualitativ gute Videos, wenn er sich Mühe gegeben hätte. Das Problem ist, dass er Videos sieht und hält die für qualitativ gut, die einfach Rotze sind. Wirklich, die einfach Rotze sind. Ein paar Leute haben gesagt, ja, 4 Drachen und der Metal war doch gut gemacht. Nein, das war auch scheiße. Ich fand das auch scheiße. Es ist für Rainer etwas gemacht, ja. Aber auf einem Level von einem YouTuber mit so und so viel 1000 Abonnenten und Rainer, ist das eine 6 minus setzen, bitte. Und wenn man sich 4 Drachen und der Metal anschauen will, oder 4 Dullis in der Müllkippe oder wie das heißt, schaut man das bei Herr Malzer. Liebe und Grüße gehen raus. Der hat ein großartiges 1510 Abo Special Lied gemacht. Ja, ganz, ganz großartig. Ganz viel Liebe geht raus an dich. Der Link zu Herrn Malzahn ist in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein, lasst ein wenig Liebe da. Intelligenz. 5 Jahre habt ihr uns allen auf YouTube, im Internet, überall auf YouNow. Wie oft will er noch die 5 Jahre erwähnen? Ihr habt uns 5 Jahre lang bewiesen, dass ihr genau das nicht besitzt. Ich hätte so einen Counter einbauen sollen. 5 Jahre. Intelligenz. Logisches Verständnis. Logisches zu reden. Redner. Logisches Denken. Ja, ich verhaspel mich gerne mal schnell und laber mal kurz irgendeinen Blödsinn, weil ich über irgendwelche Worte stolper, wenn ich rede. Ja, Rainer, wenn das irgendjemand anders macht, wird er dafür gebannt. Rede und denke gleichzeitig. Nein, Rainer, du redest und denkst nicht gleichzeitig. Das hast du, glaube ich, schon oft genug bewiesen, dass das nicht funktioniert. Intelligenz zu tun, hast du recht. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern das hat mit Verhaspeln zu tun, dass ich zu schnell rede. Ja, Rainer, und wenn man das weiß und nichts dagegen tut, dann geht's wieder. Dann ist es halt was mit Intelligenz zu tun. Wenn man das weiß. Ja, ich verhaspel mich immer, wenn ich schnell rede. Und rede trotzdem immer noch schnell und bannt dann andere Leute für seine eigenen Fehler. Rainer, dann hat es doch was mit Intelligenz zu tun. Rainer, pfeift doch manchmal der Wind durch deine Zahnlücke. Cool, ich hab genau sogar in dem Moment die Person gemutet, indem sie. Pfeift manchmal der Wind durch deine Zahnlücke. Ich mag das. Ich gerade weiterreden wollte.
Und an die Leute, die hier rumkicken. Hier wird nicht rumgekickt, ich banne hier gerade. Dankeschön. Ja, seine Mods erstmal hier zur Ordnung gerufen. Ne? In Nordkorea regiert nur einer. Servus, Mittelleute. Woher kenne ich diese Stimme bloß? Du assoziierst die wahrscheinlich mit Kollege. Und was assoziiere ich die? Naja, damit. Mit was assoziiere ich die? Kollege. Kollege, der Rapper? Ich glaube, Rainer meinte, was assoziieren ist. Also, er hat das, glaube ich, nicht verstanden. Was ist das für ein Wort? Was habt ihr gesagt? Habt ihr mich beleidigt? Du hast dich nur lang wie ihr. Zunächst mal bin ich Mettler. Jo, ich bin auch Mettler. Sonst will ich doch nicht mit Mettler oder was? Nein, Rainer, bist du nicht. Rainer, Lemmy Killmister, den kenne sogar ich und ich bin kein Metalhead. Du glaubst immer noch, der heißt Lemmy Killmaster. Verstehst du, du großer Mettler? Assoziiere ich die? Sag das bitte nochmal. Rainer, wie geht's dir? Ich soll es mit einem Rapper assoziieren. Hast du gesagt, ich würde deine Stimme mit einem Rapper vergleichen? Bann! Klingt wie Kollege. Bist du's? Natürlich nicht. Nein. Ah. Ich hab keine Ahnung, wie du klingst. Ich kenne nur die Stimme irgendwoher. Aber. Ich hab keine Ahnung, wie du klingst. Ich kenne nur die Stimme irgendwoher. Wie war das vorhin mit Intelligenz und Reden? So, es ist schwierig. Ganz schwierig. Lass doch einmal hören, oder? Wenn du klingst. Ich kenne nur die Stimme. Ich habe keine Ahnung, wie du klingst. Ich kenne nur die Stimme irgendwoher. Aber. Das ist ja großartig. Aber ich höre keinen Kollege. Wie geht's dir denn, Rainer? Es gibt nur zwei oder drei Rapper, die ich überhaupt höre. Und dazu gehört Kollege bestimmt nicht. Was hörst du denn? Was hörst du denn für Rap? Es gibt nur einen Rap, den ich höre, und der ist von Herrn Malzahn. Ich glaube, jetzt haben sie alle den Schwanz hingekniffen. Jedenfalls wird es mir langsam langweilig. Rainer, wie war dein Abend? User left your channel. Ja, Rainer, keine Lust zu reden, ne? User joined your channel. Es ist langweilig geworden. Schade eigentlich. Aber die Intelligenz wird sowieso gleich wieder abnehmen. Ist spannend. Ja, Rainer, die Intelligenz nimmt ab, sobald du einen Raum betrittst, finde ich. Noch. Sache, wieso sieht deine Schanze? Oh Gott, ey. Nicht oh, ich habe jetzt eigentlich den Holocaust erwartet. Komm, hallo, Hurensohn. Ja, hallo. Wie geht's dir? Ja. Ey, Drache, wieso sieht deine Bude aus wie Dresden 45? Hallo. Cool. Die Bude sieht aus wie Dresden 45. Ist was dran. Ist was dran. Ich hab meinen Spaß wieder. Rainer, warum sieht dein Haus so kaputt aus? Oh, ich hab meinen Spaß. Bann. Weil du hier hackst, ne? Ich hacke? Weil du hackst. Könnt ihr euch an den noch erinnern? Wie ihr den einen Typen kicken wollte? Warum willst du mich hier kicken? Ja, weil du hackst. Ich hacke überhaupt nicht. Du hackst wohl, sonst könnte ich dich bannen. Rainer, Sprüche fallen ihm auch immer selber wieder auf die Füße. Das ist das Schöne dabei. Ach, ist das herrlich. Wie soll ich denn hacken? Alter, hast du schon mal meinen Intelligenzquotienten mitbekommen, Alter? Der ist unter 2. Richtig schlechter Konter. Abgekreuzt. Das ist auch das Ding. Rainer hat vergessen, dass er das gesagt hat. Ich habe das gestern in dem Video schon mal erwähnt. Rainer sagt was oder fragt sogar etwas. Vergisst das aber ein paar Sekunden später, dass er das gefragt hat. Dann bekommt er eine Antwort und er fragt, warum schreibst du das? Dass das von Rainer kommt hier, weil du hackst, das weiß der gar nicht mehr. Rainers Sprüche fallen ihm selber auf die Füße, er kriegt's gar nicht mit. Und ich soll hacken? Das ist ein schlimmer Komiker. Alle lachen, aber alle wirklich sind am Lachen, weil sie wissen, was der Typ meint. Nur Rainer schnallt's nicht. Rainer ist auch der Einzige, der das Gaming irgendwie nicht verstanden hat.
Ihr sagt doch immer, ich bin so dumm. Ihr sagt doch immer, ich bin so dumm. Und jetzt kommen die, ich bin Hacker. Rainer, du beweist gerade, dass du nicht der Pfiffigste bist. Ja? Weil du dich selber nicht an den Spruch erinnerst. Das ist einfach ein Meme geworden. Weil du hackst. So, und du denkst, der meint das ernst. So, das beweist Intelligenz, Rainer. Alter, soweit ich weiß, kann aber sein, dass ich mich täusche, ist, dass man als Hacker wirklich viel im Kopf haben muss. Und ich bin ein Hacker? Keine Ahnung, ob man viel im Kopf haben muss. Ich bin kein Hacker. Muss ich mal Fuddel fragen. Ja, der Hacker. Dankeschön für den Intelligenzzuschub. Er klatscht wirklich, ne? Er hat's nicht geschnallt, dass er gerade veräppelt wurde. Und glaubt, er geht jetzt als Sieger aus dieser Diskussion hervor. Das kannst du dir nicht ausdenken. Rainer? Nein. Okay. Entschuldigung. Komm schon. Nein, du kannst sprechen, das sagt er immer. Nee, dieses Mal was ernst gemeint. Oh. Nee, kommt, labert ruhig. Ich will weiterbannen, ich will meinen Spaß haben. Rainer, ich möchte nicht gebannt werden. Ich bin auch kein Hater. Ich wollte nur mal wissen, wie es dir geht. Ich habe auch von dem ganzen YouTube-Kack eigentlich gar nichts mitgekriegt. Um deine Person. Aber ich fand dich relativ sympathisch, als ich ein paar Videos von dir gesehen habe. Daran erkennt man, der lügt gerade. Ich fand dich sympathisch. Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, oder nicht? Und das weiß auch Rainer, dass er lügt. Ja? Denn Rainer weiß, wie er rüberkommt. Rainer weiß, was er für eine Person ist. Und ich glaube, Rainer weiß auch, dass er nicht sehr sympathisch ist. Rainer? Oh, mal sehen. Sind hier verdächtige Namen? Hier ist gerade eine Riesenmücke um meine Fenster. Der hat den einfach schon gemutet. Ne, weil er vorhin gesagt hat, Rainer? Nein, sagt mute. Er mutet die Leute einfach. Auch als er vorhin gesagt hat, ja, die trauen sich jetzt wohl nicht mehr zu reden. Da haben ja zwei Leute geredet. Das Problem ist, Rainer hat die gemutet. Rainer ignoriert mich einfach hart. Holger. Irgendwas war doch mal mit Holger, oder? Massengeschmack TV. Verdächtiger Name. Er hält Holger für einen verdächtigen Namen. Weil er irgendjemanden kennt, der Holger heißt und er den nicht mag anscheinend, sind andere Holgers natürlich auch verdächtig. Ne? Verdächtige Namen, Bruder. Ganz verdächtige Namen. Junge. Ein netter. Kotoka. Also redet Rainer hier auch mal mit irgendwelchen Leuten oder ist er die ganze Zeit nur den Bahama am Schwingen? Heute bin ich am Bahama schwingen, weil ich habe heute meinen Spaß da drin. Okay. Und was hast du heute? Und er bannt nie ohne Grund, ne? Nicht vergessen. Rainers Aussage. Ich banne nie ohne Grund. Ich banne heute, ich habe meinen Spaß. Das ist für Rainer ein erfüllender Abend. Tja. Darüber so gemacht, Rainer? Gewichst. Ja, Beschäftigung. Ausstellung. Was? Luni, was war das gerade? Was war das gerade? Ich hab die ganze Zeit gestoßen. Also irgendwas mit Vorbestellungen gesagt. Aha. Ach ja. Wie ist ein Kindergarten? Er beleidigt einfach so im Vorbeigehen so. Es sind alles Kinder hier, alles Blagen. Egal wer jetzt da drin ist, wer nichts gesagt hat, einfach mitbeleidigen. Läuft schon. Ich will mich ja richtig mit ihm unterhalten, aber du scheinst mich zu ignorieren. Hier kann man sich nicht normal unterhalten, falls es nicht... Ja, hier kann man sich nicht normal unterhalten. Rainer, was machst du dann da? Ja, das ist eine Community, die du dir aufgebaut hast. So, und ich sag mal, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Du hast dir so eine Community aufgebaut. Gut gemacht. Nicht bemerkt was. Nee, wie gesagt, ich habe von dem ganzen... Und bei Rainer ist das ortabhängig anscheinend. Da ist jemand, der will ihm scheinbar nichts Böses. Rainer, ich möchte mich ganz normal mit dir unterhalten. Hier kann man sich nicht unterhalten, nur falls du es noch nicht gemerkt hast, ja? Hier kann man sich nicht unterhalten. Schönes Ding, Rainer. Schönes Ding.
Schmerzen schwester. Na gut, an meine Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall oben, falls ihr Bock habt, euch zu unterhalten. Ich warte ein paar Minuten. Rainer, das geht nicht, da kann man sich nicht unterhalten. Weißt du das denn nicht? Reini. Und dann bin ich weg, falls ihr keinen Bock habt. Bis dann. Tschüdelü. Adi. Bleib schön. Nehme ich mit, ich komm. Bis zum nächsten Mal. Wo ist denn nun? Hallo. Tschüss. Ciao. Piss dich, Alter. Tschüss. Ich weiß jetzt nicht, ob er nochmal wiederkommt. Ich pausiere mal kurz, ich habe es auch noch nicht gesehen. Also er scheint nochmal runterzukommen, weil nämlich keiner mitkommt in seinen Chat. Also er ist in den Raum nach oben gegangen, wo halt irgendwie nur, was weiß ich, wahrscheinlich Mods oder registrierte Nutzer rein dürfen, die ihm Barrene schenken. Allerdings, ja, er ist da hingegangen. Falls jemand reden will, ich bin da oben. Es schien niemand gekommen zu sein, also kommt er wieder runter in den Raum. Ja, angeguckt, ne, mit diesem... Eure Anwesenheit wird oben erwischt. Halt die Fresse, du Fettsack. Die einzig richtige Art, mit ihm zu reden, ohne Spaß. Sich versuchen, ihn irgendwie groß zu bequatschen, groß zu belabern. Ey, könnt ihr vergessen. Das ist die einzig richtige Art, glaube ich, mit ihm zu reden. Oh! Ja, hallo! Ich freue mich, juhu. Ich hab gesagt, du fickst mich niemals, Kollege. Bilal ist auch am Start. Ich darf meinen Spaß haben. Yay, komm. Weiter, ich freue mich. Ja, und Rainer beschwert sich darüber, dass Leute auf seinem Discord Blödsinn machen. Juhu, weiter, juhu. Junge. Und am nächsten Tag im Stream wird er sagen, ja, die waren alle böse zu mir. Kaum einer wollte normal mit mir reden. Wenn man hier aber hören würde, juhu, weiter, ich hab meinen Spaß, juhu. Junge. Ich freu mich, los. Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Weiter, wie geht's deinen Freunden und deiner Familie? Oh, Bumsi, darf ich dich bumsen? Dankeschön. Ja, das. Rainer. Was hat er? Finde hat eine sehr sympathische Stimme. Also nicht Rainer. Er sagt, ich habe ihn nämlich nicht mehr gehört, weil er war schon gemutet. Rainer, cool, freue mich. So, wer noch? Wer hat Rainer, habe ich die Ehre, dich ansprechen zu dürfen? Richtig schlechter Konter. Junge. Was war das? Rainer, ich würde gerne normal und zivilisiert mit dir unterhalten. Ich darf ihn bannen, tatsächlich, juhu. Rainer. Wie kann man sich, ohne Spaß, wie kann man sich als 28-Jähriger so aufführen? Wie geht das? Wie hängen geblieben muss man bitte sein? Oh yeah. Rainer, ich würde mich hier gerne mal... Wie er sich fühlt. Oh yeah, ich kann wieder bannen. Wie kann man so hängen geblieben sein? Ganz im Ernst jetzt. Bist du schon wieder auf Koks? Hörst du ja, mich zu, ich bin immer auf Koks, wenn ich Leute banne. Rainer, denkst du, so wirst du deine Jungfräulichkeit verlieren? Warte. Den hab ich auch nicht kommen sehen. Du hast deine Jungfräulichkeit ist vom Bann verloren. Juhu. Ihr begreift nicht, dass mir da voll einer abgeht, oder? Nein, Rainer, das ist eine vorgespielte Lache. Du würdest so gerne einfach mit den Leuten ganz normal reden, du weißt aber, dass die dich alle nicht mögen. Du würdest so gerne ganz normal reden. Sonst wärst du ja vorhin nicht hochgegangen in einen anderen Raum und hättest gesagt, hier, wenn ihr normal reden wollt, hier alle Mods und so weiter, ihr könnt dann nachkommen, ich warte dann oben. Kam keiner, Rainer kommt wieder runter. Er braucht, also ihm fehlt diese menschliche Nähe so sehr, dass er sich lieber mit Leuten streitet, als alleine zu sein. Und wenn ich euch 100-mal gebannt habe, dann kann ich immer noch sagen, den habe ich 100-mal gebannt. Ja und? Und der kann sagen, ich kam 100-mal zurück. Wobei, ja, so ist das, wenn man allein und verzweifelt ist. Der vermutlich... Absolut richtig, so ist das, wenn man allein und verzweifelt ist. Genau so. Genau so, Bruder. Schwester. Absolut richtig. Sag dann sowas wie, ich wurde 100-mal gebannt. Ach, und dich, Pixel, würde ich dann mal mit den Gummis, dich in Gummihandschuhen anfassen, die es gibt. Rainer, ich verstehe.
Wie kann man jemanden versuchen zu beleidigen und sagt dann, ich würde dich nicht mal mit den dicksten Gummihandschuhen anfassen, die es gibt? Junge, das ist. Selbst im Kindergarten wäre das cringe. Ich verstehe deine Motivation in dem Ganzen nicht so. Ich würde meine Motivation bringen. Ich bin lustig, dass Idioten immer noch hier reinkommen und sich bannen lassen, obwohl sie in der Zeit wahrscheinlich, keine Ahnung, ihre Freundin besteigen könnten oder dem Mann, ja, das der Schlüssel gerade hier. Ja, nein, das könntest du nicht. Aber du könntest derzeit irgendwas Produktives tun. Das verstehe ich tatsächlich auch nicht, aber du bringst den Zug hier ins Rollen. So. So ist es! So ist es! Rainer bringt den Zug ins Rollen. Rainer bettelt ja danach. So schön, den Abend, deswegen alle sag ich ja immer. Die glauben immer, dass sie die Intelligenten sind. Hinter dem ganzen Zeug steckt allerdings immer ich, auch ohne dass sie es begreifen. Die setzen sich zwar hier und da immer in den Vordergrund mit ihren komischen Geschichten, aber trotzdem bin ich der Boss von dem Ganzen. Rainer ist der Boss. Versteht ihr? Der Boss. So sieht Rainer sich. Das wäre er gern. Rainer wäre gerne der Boss. Und deswegen macht er sich auch ständig. Er erzählt, nee, gibt keinen neuen Discord, ne? Es gibt da keinen neuen Teamspeak, ne? 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 Gibt's, wird's nie wieder geben. Ein Tag später, bonk, neuer Discord. Weil Rainer muss ja irgendwo den Boss spielen können. Rainer muss sich irgendwo profilieren. Rainer muss irgendwo seinen Narzissmus rauslassen können. Und das kann er halt nur da. Ohne mich fällt dann ihre ganze Macht in sich zusammen. Das begreifen sie allerdings nicht. Das habe ich ihnen jetzt zwar zweimal... Du lachst ernsthaft? Jetzt wäre der einzig richtige Konter gewesen. Rainer, du hast doch gesagt, ob man mit dir oder über dich lacht, ist doch egal. Hauptsache, man lacht, oder nicht? Das wäre jetzt ein schöner Konter gewesen. Ich hab's euch doch bewiesen. Zwei Monate, fast drei Monate lang, habe ich es euch bewiesen, dass eure Macht in sich zusammenfällt. Und der tut sie nach wie vor. Eure Macht hält in sich zusammen, während wir hier reden. Weil ihr meint, oh ja, geil, jetzt haben wir wieder Matt. Oh, bam. Ja, das stimmt. Sobald wir Matt kriegen, bricht unsere Macht zusammen. Ja, da ist was dran. Ne? Da ist was dran. Ich habe mir jetzt eine Nadel in den Arm gehauen. Weißt du schon, oh, geile Droge, Mann, Drache. Aber Rainer, meinst du nicht... Und ganz ehrlich, das ist der größte Kindergarten überhaupt. Meinst du jetzt nicht, habt ihr mal wieder einen Tag Matt und dann... Meinst du nicht, dass wenn du das... Wie der eine Typ da im Hintergrund die ganze Zeit lacht, ich finde das herrlich. Ich finde das so großartig, ey. Du hörst den Typen im Hintergrund, der sich nicht mehr einkriegt. Das ist einfach genial. Das macht ihn schon sympathisch irgendwie. Meinst du einfach, wenn du dem... im Hype nicht einfach immer noch wieder Feuer geben würdest. Dass das jeder, der Nächste, der mir über den Weg von euch schlägt. Was hat er gesagt? Der Nächste, der was? Da war er nämlich schon gemutet. Und jetzt fühlt er sich wieder. Das kannst du dir nicht ausdenken. Der Nächste, der was? Rainer, warum schenkst du diesen ganzen Zeit? Junge, wenn du mich jetzt nochmal unterbrichst, während ich hier meinen Spaß habe, bist du auch einer, der fliegt. Da sehe ich. So, wenn du mich nochmal unterbrichst, während ich meinen Spaß habe. Wenn du mich beim Bannen der Leute... Rainer hat gerade was gefragt. Was hat er gesagt? Dann sagt jemand was. Wenn du nochmal was sagst, du. Dann aber. Kannst du dir nicht ausdenken? Ich habe gar kein Problem. Ich hab da Rainer stellt eine Frage und wenn jemand antwortet, hat er ihn unterbrochen. So eine Nummer ist das. Keine gewisses Bisschen hinterher. Ich verstehe nicht, du meinst mich jetzt wahrscheinlich, ne? Du bist der Einzige, der quatscht. Also, ja, guck mal, und Leute, die es gut mit dir meinen, ja, die eigentlich wirklich positiv dir gegenüber eingestellt sind. Ich sag dir seit 5 Minuten, dass ich meinen Spaß dran habe, wenn ich Leute banne. Wenn du nicht gebannt werden willst, dann geh raus oder laber keinen Scheiß. Ihr müsst euch vorstellen, die waren da jetzt vorher alle in dem Raum. Rainer kommt rein, hat seinen Spaß beim Bannen. Wer nicht gebannt werden will, muss halt rausgehen. Wenn Rainer kommt, hat das Fußvolk Platz zu machen. Geht halt in einen anderen Raum, wenn ich komme. Das ist Rainers Logik. Wenn Rainer kommt, haben alle anderen zu kuschen. Du bist in einem Raum, unterhältst dich mit ein paar Leuten, dann kommt Rainer rein und fängt an zu bannen. Rainer, warum bannst du? Flupp, gebannt. Rainer, was soll denn das? Flupp, gebannt. Wer hier nicht gebannt werden will, geht einfach in einen anderen Raum. Das kannst du dir nicht ausdenken. Sondern dass jemand, der seine Community so behandelt, da Backfire durchbekommt. Ja, das versteht sich doch. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der hier zivilisiert mit dir redet. Ich bin gerade nicht im Zivilisiert-Modus. Ich habe gerade meinen Spaß, indem ich irgendwelche Flachwichser hier banne. Und
Ja, ich bin nicht im zivilisierten Modus. Ganz einfach. So, Leute, ich bin jetzt hier reingekommen und ich will jetzt bannen. So, und jeder, der nicht gebannt werden will, hat zu kuschen und zu gehen. Ganz einfach. Und wenn du das nicht nachvollziehen kannst, bitteschön. Aber nein, du kannst doch nicht alle Flachwichser nennen. Das sind doch nette doch, Leute hier. Doch, du bist ein Flachwichser. Das sieht man doch daran, dass du hier wieder reinkommst. Junge, richtig netter Kerl, oder? Ein richtig netter Mensch. Wirklich. Ganz ehrlich, ich habe hier gerade meinen Spaß daran, dass ich die Leute hier rausbanne. Die haben ihren Spaß, indem sie hier wieder reinkommen. Allerdings kapieren sie nicht, dass es für mich wirklich nur Unterhaltung ist, die ich mir einen Abend mal für ein paar Stunden gönne. Ach, abgesehen davon... Reinhard, das gönnst du dir jeden Abend, weil du keine andere Beschäftigung, keine anderen sozialen Kontakte hast. Deswegen gibt es Hunderte, Aberhunderte und Tausende von diesen Discord- und Teamspeak-Aufnahmen. Weil du das jeden Abend gönnst, weil das dein einziger sozialer Kontakt ist. VPN ist verboten, du Flachwichser. So, was wäre, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, jemand wie ich, ja? Ich wohne in Spanien, komm da rein und hinter dem Namen wird immer eine Landesflagge angezeigt, wo du herkommst. Ja, ob du eine deutsche IP hast und so weiter. So, jetzt komme ich da rein und würde sofort gebannt werden, weil ich halt keine deutsche IP habe. Tja, aber Rainer ist nicht rassistisch. Wie kann man denn mit dir quatschen? Man muss dann, ja die ganze Zeit Angst haben, gebannt zu werden. Geht einfach in einen Raum, labert keine Scheiße. Das ist es. Die waren vorher da. Rainer kommt rein, geht einfach woanders hin. Rainer kommt rein, ich bin der Landvogt. Platz machen. Platz machen. Und jetzt alle gehen. Sofort. So fühlt Rainer sich. Daher bekommt Rainer sein Selbstbewusstsein. Versucht einen Raum zu meiden wie diesen hier, in dem, wenn ich... In dem du gerade reingekommen bist, Rainer. Diese Leute sollen einen Raum meiden, in dem du gerade durch Willkür einfach reingehst und Leute bannst. Und die anderen sind schuld daran, verstehst du? Keinen Bock mehr habt, der ganze Raum gebannt wird. Und ja, macht euch einen eigenen Raum, labert da mit Leuten. Ihr könnt ja, Rainer, und was hindert dich dann in diesen Raum reinzugehen? Und da einfach, weil du Lust und Laune hast, den ganzen Raum zu bannen. Geht in einen anderen Raum. So, Rainer joint hinterher. Geht wieder in einen anderen Raum. Die Leute bauen sich wieder einen Raum. Rainer geht wieder hinterher. Geht in einen anderen Raum. Sonst werden alle gebannt. Dadurch bekommt Rainer seine Bestätigung. Für sich selbst. Und er wundert sich, dass ihn Leute nicht mögen. Passwort reinsetzen. Ihr könnt sogar einen Raum mit Talkpower erstellen und die Talkpower dann innerhalb dieses Raumes vergeben. Aber jetzt, wie kann man mit dir reden? Also viele wollen ja mit dir reden. Ja, ich gerade gesagt. Hör mir halt mal zu und hör auf, mich zu unterbrechen. Wie wäre es einfach mal damit, wenn ihr euch... Er war noch nicht fertig mit seinem Satz, ne? Rainer hat ihn am Ort gebrochen. Versucht ganz normal mit Leuten zu unterhalten. Moni oder auch Meister Sherlock Holmes. Wieder mit Entschuldigung, fast den Meister unterschlagen. Ey, cool, da ist jemand, der schon markiert ist. Doch beides jetzt pass auf. Ja, cool, da kommt jemand rein, den habe ich schon mal gesehen irgendwo. Zack, gebannt. Der Typ wusste gar nicht, was los ist jetzt wahrscheinlich. Oh, jetzt würde ich gerne wissen. Ihr beide könnt doch mit mir ab und zu normal reden, richtig? Also ich heute schon. Ich heute schon. Habt ihr das gehört? Ihr beide könnt doch mit mir ab und zu normal reden, richtig? Also ich höre schon. Habe ich mit dir geredet? Das kannst du dir nicht ausdenken. Da ist ein Raum und er sagt einfach ihr beide. Dann sagen die Leute, ja, habe ich mit dir geredet? Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Ganz im Ernst jetzt. Ich habe angesprochen. Rainer, du hast random zwei Leute in einem vollen Raum angesprochen. Wer soll jetzt wissen, wer angesprochen wurde? Wer? Sicher jetzt nicht. Die Typen, die das Maul zu weit aufreißen, die sind die Ersten, die fliegen. Dann müsstest du schon lange raus sein, Rainer. Ich habe gerade mit Leuten geredet, die einen Rang haben. Wie bekommt man den Rang? Was? Woher sollen die Leute jetzt wissen, dass du mit jemandem gesprochen hast, der einen Rang hat? Woher? Du hast einfach random zwei Leute gesagt. Schätzt du, Felix? Indem man dir in dein Rektum kriecht. Indem man einen Raum mit diesen hier meidet und natürlich keine Scheiße baut. Okay, dann sag mir bitte jetzt, in welchen Raum ich gehen soll. In den Raum, in dem jetzt keiner drin ist, sondern in dem nur ein, zwei, drei... Was soll der dann in dem Teamspeak? Geh einfach in den Raum, in dem keiner drin ist. Leute, was macht das für einen Sinn? Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, wie kann ich denn nicht gebannt werden? Ja, geh in den Raum, wo keiner drin ist.
Junge, was soll der dann im Teamspeak? Leute drin sind in einem Raum, in dem ich heute gerade nicht ich drinnen bin und vor allem in einem Raum, vielleicht machst du auch einfach deinen eigenen Raum. Hast die zwei, drei Leute, mit denen quatschst du gerade mal schnell, sagst denen das Passwort und hast deine Ruhe. Ja, Ren, aber du kannst dann da reinkommen und sagen, hey, ich hab jetzt Bock, den Raum zu bannen. Was dann? Okay, Rayo, also, du musst um, ja irgendwo die um dir meine teilen. Ergebenheit zu demonstrieren, werde ich nun diesem Aufruf Folge leisten und hoffe dann auf deine Wohlgesinnung in vielleicht ein paar Stunden oder Tagen, um mit dir reden zu können. Rainer, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wechsle jetzt in einen leeren Raum. Tschüss! Aus. Junge! Was soll ich dazu sagen? So. User left your channel. Wenigstens einer, der Intelligenz beweist. Wenigstens einer, der Intelligenz beweist. Rainer hat gerade gesagt, geh in einen leeren Raum. Dann wirst du doch nicht gebannt. Und dann kommt der, ja, mein lieber Lord, ich gehe in einen leeren Raum und folge deinen Anweisungen. Ja, wenigstens einer, der Intelligenz beweist. Junge, was ein Abschaum, finde ich. Sonst noch jemand? Jetzt gehen sie bestimmt alle raus, weil sie jetzt wieder dem Beispiel von jemandem folgen wollen. Der Rainer, dem Beispiel will keiner folgen. Und selbst wenn jetzt alle rausgehen und zu dem Typen in den Raum reingehen und dann mit ihm reden wollen, Rainer, da kommst du hinterher. Die müssten jetzt alle wirklich in diesen Raum gehen und Rainer da alleine stehen lassen. Mal gucken, was passiert. Rainer joint garantiert hinterher. Der sich hier anständig benimmt. Oder zumindest versucht, sich anständig zu benehmen. Nein? Ja, der Grund ist, weil du hackst. Wenn du hackst. Und Rainer hat immer noch nicht geschnallt, was der Typ meint. Dann wie soll ich hacken? Ihr labert immer, dass ich zu dumm bin. Und dann soll ich hacken? Wo ist denn die Logik, Junge? Er versteht's wirklich nicht. Er versteht es wirklich nicht. Er glaubt jetzt, die Leute denken wirklich, er würde hacken. Das kannst du dir nicht ausdenken, Bruder. Taro. Tja. Nee, hast du gedacht, ich sehe nichts, hä? Das ist was. Junge. Also sag mir, hast du mich über den zweiten Bildschirm abgespeichert, oder? Ich hab momentan. Hab's über den zweiten Bildschirm mit GIMP nein gespeichert. Mann, ey. Moment. Oh, sorry Leute, hier bin ich wieder. Ey, wisst, ich bin noch krank. Ey, wenn ich so loslachen muss, ich will gar nicht so, aber. Oh, jetzt habe ich einen richtigen Hustenanfall gerade gehabt. Oh, Abfahrt, weiter geht's, ey. Oh, ey, mir tränen die Augen, ehrlich. Ich habe zwar zwei Bildschirme offen, aber ich schaue bloß auf einen Bildschirm, weil ich habe nur den zweiten Bildschirm offen. Das ist okay. Ich mache momentan nichts anderes. Ich habe nur euch auf. Er versteht es wirklich nicht, ne? Hab mich reingehackt mit dem zweiten Bildschirm, hab's mit GIMP nein gespeichert. Das war damals der Spruch von Rainer. Und Rainer weiß nicht, dass die ihn gerade veräppeln. Rainer denkt wirklich, die meinen das ernst. Schön. Weil ich sag dir gerade, ich hab meine also, Spaß daran, euch mein ganzes Leben oder was? Rainer, beruhig dich jetzt. Das ist so gut. Jetzt macht der Affenkeks nach. Ruhe, Rainer. Ruhe. Rainer, beruhig dich doch. Geh mal auf den Kehr beim Bier trinken. Rainer, du beruhigst dich jetzt. Rainer, du bist hier der einzige Wichser, du Jungfrau. Du bist der einzige Wichser hier, du Jungfrau. Du dicke Sau, du. Du dicke Sau. Warte mal. Jetzt habe ich meinen Spaß. Jetzt passt mal auf. Oh, Leute. Wahrscheinlich muss ich den ganzen Dreck rausschneiden. Ihr werdet nicht hören, wie er gerade beleidigt wurde. Einfach. Weil es halt nicht so gerne gesehen wird auf YouTube. Schade. Ey, wenn ich versuch's einmal hochzuladen, aber wahrscheinlich werde ich schneiden müssen. Was? Wisst ihr, was ich mit dem Wichser jetzt mache? User was moved out of your channel. Ja, soll er sich mal schämen. Wie auch immer. Soll er sich mal schämen, er hat ihn aus dem Raum geschmissen. Ui! Und dann nimmt er sich mal raus. Ja, aus dem anderen Raum kommt er jetzt nicht mehr raus. Er muss auch für immer drinnen bleiben. Sein ganzes Leben lang ist er jetzt im Teamspeak. Der sitzt da heute noch. Wie auch immer. Also. User joined your channel. Oh, meine Freundin hat ein Kissen auf mich geworfen. Du fette Scheiße. Kissen auf mich geworfen. Oh, herrlich, da kommen wirklich gute Sachen, Romy. Danke. User joined your channel.
So, mein lieber Taro, und jetzt sagst du mir mal bitte, warum genau du so intelligent, so, dich für so viel intelligenter hältst als mich und hinterher, aber dich selber wie ein Flachwichser benimmst und selber so Reinhard hat ein neues Wort gelernt, hä? Merkt man schon wieder. Reinhard hat ein neues Wort gelernt. Intelligent benimmst. Warum, wie, in welcher Form habe ich mich denn unintelligent benommen? Moment, Loni, ich höre ihn zwar nicht, aber wahrscheinlich labert er gerade wieder. Nee, nee. Ach da, ich habe ihn sogar nochmal hier. Moment, Moni, ich habe dich gemutet, warte mal kurz. Ach, jetzt ist er gebannt. Oh, so ein Pech. Einer deiner imaginären Freundin geht dir fremd. Den Typen habe ich auch. Wie oft er das auch gemacht hat, damals in seinem räudigen Juno-Streams. Ja, dass er einfach Abonnenten gebannt hat und dann gesagt hat, oh, sorry, ich hab's nicht. Ah, nein, das tut mir leid, jetzt musst du nochmal abonnieren. Ah, scheiße, sorry, das tut mir jetzt leid. Kannst du nochmal abonnieren, bitte? Die Kohle hat er einbehalten. Er hat einmal gebannt, wieder entbannt und dann hat er gefragt, kannst du nochmal abonnieren? So hat er aus den Leuten nicht 5, sondern manchmal 20 Euro pro Monat rausgequetscht. Nein, gespeichert. Ach da. Ja, so viele Popfenster offen, da kann ich immer nicht sofort sehen, wenn ich hier alles hab. So, Alter, gib mir einen ab, Mann. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, was zeichnet dich denn als intelligent aus? Ja, wenn du mich als unintelligent bezeichnest, dann muss zeichnet mich du als intelligent aus, denn meiner Meinung nach ist Intelligenz etwas, was völlig überbewertet ist. Ja, für Rainer ist Intelligenz einfach überbewertet. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich es wahrscheinlich genauso sehen. Ihr labert alles so viel. Rainer.w, was haben Sie als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz zu sagen? Oh, ich bin Student. Oh, ich habe so geile Noten. Ich habe die Note. Wartet mal, habe ich den Typen auch markiert? Ja, habe ich auch markiert. Der labert bestimmt auch Kacke. Der labert bestimmt auch Kacke. Und bannt ihn deswegen raus. Weil er bestimmt irgendwann mal was sagen wird. Warum wird er nochmal nicht gemocht? Ich verstehe es nicht. So, der war nämlich noch gemutet. Wie auch immer. Also, pass mal auf. Mir ist Intelligenz völlig scheißegal. Warum sollte sie mich auch kümmern? Du hast ja keine, also, ja, warum soll es dich interessieren? Ganz im Ernst. Ja, wenn man selber doof ist, ne? Doof. Ja, oder dumm, dümmlich. Dumm, ja, das ist ja die Sache. Okay, erklär mir, warum bin ich dümmlich? Rainer, warum bist du dümmlich? Wir sind jetzt, also wie lange geht das Video jetzt hier? 52 Minuten. Rainer, hör dir die 52 Minuten einfach mal an, dann weißt du's. Und ich meine nicht, dass er ein bisschen clumsy ist, dass er Sachen fallen lässt oder so. Ich meine wirklich vom Kopf her. Wenn du sagst, dass die Hater doof sind, dann kann die Intelligenz ja nicht egal sein, weil du die Intelligenz ja benutzt, um die da herabzusetzen. Sehr guter Spruch. Nein, ich will sie damit eigentlich nur triggern. Pass auf. Ja, Rainer, und wenn dich jetzt jemand dick nennt, dann will der dich damit auch nur triggern. Niemand verachtet jemand anders nur, weil er dicker ist. So, ist ja kompletter Blödsinn. Ja, aber du setzt dich dann vor die Kameras und Interviews, ja, die mögen mich nicht, weil ich ein bisschen Übergewicht habe. Nein, das ist den Leuten komplett egal. Komplett egal. Axel ist auch dick, ist auch sympathisch. So, schwierig. Die wollen dich damit auch nur triggern. Und du lässt dich triggern, das ist das Schöne daran. Auf. Mir ist Intelligenz egal. Ich halte mich nicht für intelligent. Kleiner Funfact, ich auch nicht. Ich halte mich aber auch nicht für dumm. Ich halte mich einfach für etwas, was euch anderen anscheinend alles fehlt. Ich halte mich für den Menschen. Ja, er spricht allen anderen jetzt die Menschlichkeit ab. Tja. Er hätte jetzt auch sagen können, ich halte mich einfach für einen Menschen. Aber er hat gesagt, ich halte mich für etwas, was euch allen fehlt. Schwierig. Hey, du bist doch das höchste Wesen auf Erden, Mensch, dachte ich. Wobei Mensch allerdings auch schon wieder eine sehr herablassende Situation ist, tatsächlich. Ja, Mensch ist eine sehr herablassende Situation. Ja, Mensch ist eine Situation. Tatsächlich, weil ich mir hinterher wieder denke, User was moved out dass User joined your channel. Letzten Endes dieser ganze Kindergarten sowieso nur eine Sache bringt. Und zwar, Menschen sind die User wohl beknacktesten Lebewesen auf diesem Planeten. Es gibt da das ein oder andere Exemplar, da würde ich dir recht geben, ja. Ein Lebewesen vernichtet seine Umgebung so sehr wie wir. Auch Ameisen. Kein,
Doch, Ameisen. Hab ich nicht kommen sehen. Ameisen. Wusstest du, dass Ameisen melken? Wusstest du, dass Ameisen melken? Ameisen hüten und melken Blattläuse. Rainer, wusstest du, dass Menschen auch melken? Zum Beispiel Kühe, Ziegen. Ja? Just saying. Du dich selber. Ja? Kommt natürlich immer auf die Ameisenart an. Aber es kommt vor. User was moved out of your channel. Ich kann's ja nicht alle Menschen Jetzt ohne Spaß, er sagt, ja, wir sind die Einzigen, die unsere Umgebung zerstören. Also einer, Ameisen. Also, wusstest du, dass Ameisen melken? Was hatte das denn jetzt damit zu tun, mit der Umgebung? Das war komplett out of context, war komplett raus. Ach nee, ey. Ich muss wirklich viel lachen bei dieser Aufnahme. Ich mag sie, ich mag die Aufnahme, finde ich gut. Okay, sag mir das noch einmal, nachdem ich hier 50.000 Abonnenten habe und von den 50.000, sagen wir mal, gute 99,9% ja, Hater sind. Da sagt er es. Es sind gute 99,9% Hater. Wisst ihr noch die Videos, wo er vorgerechnet hat, dass er kaum Hater hat? Schwierig. Lief, guck mal, wie viele Menschen es auf der Welt gibt. Also du hast da schon recht. Wie viele Leute habe ich wohl hier schon? Wie viele Menschen gibt es noch? 10 Milliarden Abonnementsfans auf jeden Fall. Null! Schon im Raum gebannt. Ja, klar, du kannst das nicht über die ganze Menschheit sagen. Ja, diese Leute, die auf dich zugeschlagen sind. Aber was mich letzten Endes mal interessieren würde, ist, warum haltet ihr mich für dumm? Rainer, wie gesagt, jetzt sind 56 Minuten, spul einfach zurück, hörst dir an, dann weißt du's. Ganz einfach, weil du sagst, Frontantrieb ist schneller als Heckantrieb. Nein. Hab ich nicht auch. Rainer hat gesagt, damit kommt man schneller durch die Kurven. Ja, deswegen haben auch die ganzen Formel-1-Wagen und die ganzen Supersportler haben alle Frontantrieb, ne? Lell. Hab ich nie behauptet. Und das ist genau der Punkt, warum ich sag, du bist der Dumme. Ja, weil, guck doch mal, was du für Aussagen mit der tätigst. Hör mir erst mal zu, bevor du jetzt mich unterbrichst. Warum habe ich gesagt, dass Heckantrieb schneller ist als Frontantrieb? Nein, Rainer, du hast gesagt, dass Frontantrieb schneller ist als Heckantrieb. Ich sagte, Frontantrieb ist für die Kurvenlage besser. Nein, ist es nicht, Rainer. Du brauchst die Fronträder in der Kurve, um die Richtung zu halten. Wenn du jetzt einmal aufs Gas kickst und die Fronträder in der Kurve durchdrehen, machst du einen Abflug. Es ist einfach kompletter Quatsch. Kompletter Schwachsinn. Im Schwerpunkt der Kurve gebe ich Gas. Da kannst du mit dem Heckantrieb Gas geben, weil wenn du... Doch, Rainer, kann man. Und man kann das Heck ausbrechen lassen. Absichtlich. Wenn du die Front ausbrechen lässt, bist du weg. Du gibst garantiert in keinem Scheitelpunkt der Kurve mit dem Frontantriebler Vollgas, wenn der mehr als 250 PS hat. Dann gibst du mit dem Fronttriebler gibst du nicht am Scheitelpunkt der Kurve Gas, weil dann bist du raus aus der Kurve. Wenn du mit dem Heckantrieb da Gas gibst, bricht dir das Heck aus und dich haut erstmal aus der Kurve raus. Ach ja, und wenn dir die Front ausbricht beim Fronttriebler, fährst du einfach weiter oder was? Da kannst du sehen, du kannst doch sehen, so warum hält man mich für dumm? Ja, Rainer, warum wohl? Allein diese Aussage ist kompletter Quatsch. Das ist der Punkt, warum. Aber ihr haltet euch wieder für so viel besser und so viel intelligenter als mich. Ja, jetzt gerade schon. Weil ihr irgendeine Aussage nehmt und die verfälscht. Nein, Rainer, wir verfälschen diese Aussage nicht. Du hast sie gerade genau so wiedergegeben. Und ich habe dir gesagt, dass es Quatsch ist. Ihr nehmt eine Aussage, von der ich was gesagt habe, die wirklich stimmt. Nein, Rainer, die stimmt nicht. Und verfälscht diese. Und dann denke ich mir letzten Endes einfach nur noch... Wer ist der Dumme? In dem Fall du. Der war auch nicht ganz richtig. Aber du verallgemeinst. Das ist richtig. Nein, weil Frontantrieb kann auch in der Kurve ausbrechen und da kannst du dich gar nicht mehr retten. Mit Heckantrieb kannst du dich ja noch versuchen zu retten, weil die Hinterräder angeschlossen sind. Genau, weil die Räder, die lenken, noch Straßenkontakt haben. Also nicht ausgebrochen sind. Bei einem Hecktriebler. Deswegen hat auch jeder Sportwagen Heckantrieb. Bei Heckantrieb und Frontantrieb. Du kannst dich mit dem Frontantrieb genauso retten wie mit dem Heckantrieb. Nein, Rainer, du kannst dich mit dem Frontantrieb nicht retten. Weil du dann nicht mehr lenken kannst. Nee, Timo. Weil der Witz ist, du kannst dich mit dem Frontantrieb sogar besser retten. Nein, Rainer, kannst du nicht. Bruder, ich war doch gerade noch so gut drauf. Was ist passiert?
Weil mit dem Frontantrieb ist nämlich der Punkt, du ziehst das Auto. Du ziehst! Versteht ihr? Ihr zieht nicht, ihr zieht! So eine Nummer ist das. Nicht, du schiebst. Wenn du in der Kurve bist und gegenlenkst und aufs Gas trippst, du kannst mit beim Frontantrieb kannst du mit dem Gas lenken. Nein, Rainer, du kannst beim Frontantrieb nicht mit dem Gas lenken. Was redest du da für einen Blödsinn? Wenn du mit dem Frontantrieb in der Kurve bist und du gibst Gas und die Räder brechen aus, lenkst du gar nicht mehr. Kompletter Quatsch. Wenn das Heck ausbricht, das ist bei manchen Sachen sogar beabsichtigt. Junge. Ey, der macht mich gerade mit. Ehrlich jetzt. Beim Heckantrieb nicht. Also was hat ja nichts mit Intelligenz zu tun, was ich ja nur wissen. Habe ich nicht behauptet. Ja. Und also guck mal, du hast ja gesagt. Nein. Du hast ja gesagt, Intelligenz, das macht ja nein, nicht so einen guten nicht. Menschen. Du schiebst gerade schon wieder die Intelligenz andersrum. Nee, du hast gesagt. Du schiebst die Intelligenz andersrum, weil er Hecktriebler hat, ne? Normalerweise zieht man die Intelligenz andersrum. Mit dem Fronttriebler. Intelligenz ist dir egal. Hör mir zu, du Vogel, bevor du Hör mir zu, du Vogel. Rainer weiß, wie der Vogel läuft. Warum beleidigst du mich denn? Warum ich dich beleidige? Weil du mich tausendmal unterbrichst, obwohl du überhaupt keine Ahnung hast. Okay, tut mir das Maul. Also, pass mal auf, du Vogel. Jetzt hat er schon wieder eine verdient, ohne Spaß. Erstens. Nicht ich war's, exakter Intelligenz, ja, Heckantrieb, Frontantrieb, bla. Sondern es wart ihr. Sogar du, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, Rainer hat gerade nicht erklärt, ja, mich halten Leute für doof, aber das ist ja eigentlich richtig, was ich sage. Das hat Rainer gerade eben nicht erklärt. Das hat er jetzt schon wieder vergessen. Das ist Sekunden her. Rainer hat schon wieder vergessen. Ich? Ja, irgendeiner von euch hat gesagt, dass ich behauptet hätte, dass das Intelligenz wäre. Ist es aber überhaupt nicht. Ja, ist ja auch ach, egal. Da habt ihr einen Bannbutton. Rainer, ich wollte dir doch recht geben, eigentlich. Rainer, beruhig dich doch mal. Dein Pulsdruck steigt wieder. Mein Puls? Ja, ach, genau. Meinen Puls kann es doch, sagen, Rainer, doch, du bist schon wieder so richtig, nicht, dass du durch... Rainer, beruhig dich doch mal. Darf ich auch was sagen? Nein, darfst du nicht. Darf ich auch mal was sagen? Nein, darfst du nicht. Der Landvogt hat es nicht erlaubt. Pass auf. Im Kindergarten, wie ihr hier seit 5 Jahren abzieht und ihr behauptet immer noch Intelligenz. Euch ist es doch dauernd so wichtig. Ihr sagt doch, kannst jetzt schreiben und schreibt alles absichtlich falsch, um mich zu provozieren. Nein, du beschreibst nicht absichtlich falsch. Das hättest du gerne, dass die Leute das glauben. Du versuchst das immer zu streuen, dass du absichtlich falsch schreibst. Das ist aber nicht so. Gleichzeitig merkt ihr aber immer noch nicht, dass jemand, der keine Ahnung hat, dass ihr das absichtlich macht, jemand, der reinkommt, jemand, der komplett unbeteiligt ist, denkt sich, hä? Die beleidigen ihn wegen Rechtschreibung und sind selber zu dumm zum Schreiben. Das ist mir scheißegal, der kennt mich doch nicht. Ja, aber warum soll es mich anders interessieren? Weil du durch diese Leute dein Geld verdienst, Rainer. Und der da nicht. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder, ja, dich interessiert's aber. Ja, aber ich... Ja, natürlich interessiert's dich. Du sprichst es doch in jedem zweiten Video an. Rainer, du sprichst es in jedem zweiten Video an und erzählst uns dann, es interessiert dich nicht. Ich wollte sagen, du rückst dich ja gerade drüber auf. Ich reg mich drüber auf, weil ich weiß, was es für Folgen haben wird. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Ihr habt keine Ahnung, wie YouTube funktioniert. Sagt Rainer. Ja? Keine Ahnung, wie die Streams funktionieren. Also zu keine Ahnung, die Leute zu und mir ihr habt zu keine dir. Ahnung, wie ich ticke und wie meine Videos funktionieren. Ihr habt keine Ahnung, wer ich bin und ihr habt keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Doch, Rainer, wir wissen, wer du bist. Und das ist dein Problem. Das möchtest du nämlich nicht, dass wir das wissen. Du möchtest, dass wir den Masken-Rainer kennenlernen. Und das funktioniert nicht. Dafür werden Leute wie ich sorgen. Ja? Und der ganze, eine Menge andere. Wir sorgen dafür, Rainer, dass Leute, auch die jetzt immer noch, es kommen immer noch neue Leute ins Game, auch durch jetzt den Böhmer-Dulli und Sat1 und hier, wie heißt dieser andere komische Podcaster, Kuh irgendwas. Rainer, wir werden dafür sorgen, dass die Leute nicht den Masken-Rainer kennenlernen. Er bannt gerade alles raus einfach. Einfach so, ohne Grund, bannt er jetzt alles raus. Ihm gehen die Argumente aus, also wird gebannt. Hey Leute. Ah. Oh. Hey, Rainer, kannst du auch mal Drache Isolation?
Da kommt einer rein, sagt Metal, Leute, und wird dafür gebannt. Tja, so ist er. Ja. Hab ich schon mal gemacht, du Vogel, aber du hast mal deine Intelligenz mit Löffeln gefressen, wa? Rainer, ich dachte, Intelligenz ist dir egal. Hm, du Vogel. Und ja, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Aber dadurch ist er getriggert. Rainer, der Bann eben war nicht nett von dir. Wenn das noch einmal der kommt, nicht, aber der hier. Ist nett. Wenn du das noch einmal machst. Er provoziert so auch. Gemeinder Bann. Ist ein ganz lieb gemeinter Bann. Verspreche ich dir. 5 Jahre. User joined your channel. 5 verdammte Jahre. Alter, ich glaube, es war nicht einfach. User joined your channel. Ich hab meinen Spaß. User nach wie vor. Your channel. Ich meine halt nach wie vor, dass das mich triggert. Diese Maske, die er jetzt schnell wieder versucht aufzusetzen. Nö, ich hab meinen Spaß. Ja, natürlich. User was moved out of your channel. Coole ist immer, diese Diskussionen machen hinterher immer richtig Spaß, weil die halt immer viele Klicks anspielen. Klar. Ja, hoffentlich spielen hier viele Klicks ein. Ich hoffe, ihr abonniert auch hier. Ja, nicht nur Klicks, auch Abos bitte. Immer her damit. Die Klicks sind letztendlich erst einmal für die, aber die Abonnenten und die dauerhaften Klicks staube ich ab. Wollen wir jetzt gleich mal gucken. Das Video wird heute online gehen. Und mal gucken, wer von uns beiden heute mehr Klicks macht. Du auf Odyssee mit Skürskür oder ich hier mit dem Video? Machst du denn nochmal einen VNPX, Kanal auf? VNPX. Was? Die Person ganz unten hier. Das war, glaube ich, dieses Mädchen, was auf Kaffee rumgeschrieben hat. Du bist so eine Snitch, ganz ja, ehrlich. Aber wirklich? Bruder, wenn du dem Brot schmieren willst, nimm doch das Messer aus ihrem Rücken. Was für ein Sack, ey. Meinte ich genau. Bist du unser Sohn? Hallo, Drache. Darf ich dich was fragen? Ja, frag mich doch. Ja? Willst du Sexschreiben machen? Ach, Rainer, du bist ja so witzig. User in your channel was banned from the server. Ihr sagt immer, ich hab aber du musst doch die Antwort abwarten. Das ist genau der Punkt daran. Ihr haltet euch immer so für witzig und meint, dass ich immer so abgetriggert bin, wie gesagt. Ja, Rainer, und du hältst dich jetzt für witzig gerade. Merkst du was? Solche Sachen. Ich hab meinen Spaß. Ich fand das Buch von dir mega cool. Nochmal, ich hab kein Buch geschrieben, nur weil irgendein dahergelaufen ist. Na, natürlich nicht. Nur weil ein Rainer hat in dieser Zeit immer noch versucht, die Antwort auf der Träume, hat er immer noch erzählt, dass es nicht von ihm ist. Kannst du dir auch nicht ausdenken. Rainer, du bist hier der einzig perverse Mensch auf Erden, der so ekelhaft ist. Na, da vielleicht recht. Ja? Ich würde sowas niemals behaupten, aber vielleicht hat er recht. Du bist auch eine Minderjährige vergewaltigen. Du Ekelhafter, da lacht der Mann. Der einzige Mensch, der so Mensch, ist. Der so pervers ist. Genau, der so pervers ist. Nee. Wirklich? Alter Falter, bist du dumm. Was hat er gesagt? Alter Falter. Man sollte das Ding doch auch gegenlesen für dich. Ganz im Ernst, ganz im Ernst. So ist es nämlich, es sollte jemand gegenlesen und der hat es weitergereicht. Ja, an die Voldehates. Und die haben es dann veröffentlicht. Rainer hat in diesem Buch 8-mal seinen eigenen Namen falsch geschrieben. Just saying. Ganz im Ernst, so dumm. Wer genau ist bitte hierher? Cool, Alter, du hast immer den gleichen Namen. Nice, kann ich dich gleich wieder bannen. Fette Story, Alter. So dumm kann man, so dumm muss man erstmal sein. Aber Intelligenz ist ihm egal. Er will sich jetzt richtig mit mir anlegen, Alter. Fett und Matt. Du meinst gerade, dass es mich interessiert, weil ich fett bin? Alter, ich weiß. Und Matt, Rainer. Und Matt. Weißt, dass ich fett bin, Alter. Und weiter? Und weiter? Ich bin fett. Was bist du? Ein Stück Scheiße mit dem Schuh. User in your... Wow, das war aber ein richtig guter Konter, Rainer. Junge, das sagen die Blagen im Kindergarten. Das sagen Blagen im Kindergarten. Rainer mit 28 ist gerade auf dem Level gelandet. Your channel was banned from the server. Ich weiß, es war Absicht. User joined your channel. Ich wollte eigentlich sagen, Scheiße unterm Schuh, aber das hätte sich nicht gereimt. Doch, hättest du, aber du hast es nicht hinbekommen. Wobei, Scheiße unterm Schuh.
Ey, was Rainer, bist du? Ich doch mal. Dein Buch war aber echt gut, muss man zugeben. Also wie du die Frauen... Kann man sagen, dass jemand die gleichen Namen gibt und so eine hässliche Stimme hat, dass man die schon nach 2 Sekunden erkennt. Mhm. Soll ich nochmal einspielen, wie er mit Regenbogenschaf über Regenbogenschaf geredet hat? Mann, beim Ernst. Ach, Kaffee. Also ich muss sagen, ich finde es echt erstaunlich. Also ich habe das Game erst vor kurzem entdeckt. Und ich muss sagen, es ist echt, also kaum Leute sagen hier was, weil die Angst haben, gebannt zu werden. Also Vor allem, weil du jetzt auch gebannt wirst. Weißt du warum? Wieso? Erzähl mir, ich habe gar nichts Drachengame. Drachengame? Ja, weißt du, wer jetzt Drachengame nennt? Die Hater. Ich weiß nicht. User in your channel. Ja. Da sagt jemand, ey, hier sagt ja kaum jemand was, weil sie Angst haben, gebannt zu werden. Ja, und du wirst jetzt auch gebannt. Warum? Junge. Was banned from the server. Oh Mann, solche Leute wollen dich... Oh, es geht mir in die Birne, Alter. Solche Leute wollen dich, halten sich für schlauer als ich. Und dabei sage ich schon selber, dass ich dumm bin. Nein, Rainer, du hältst alle anderen für dumm. Das ist dein Problem. Eins deiner Probleme. Ganz ernst. Aber jetzt hast du es ja wieder auf Intelligenz runtergebrochen. Ja, genau. Richtig, weil ich damit die Leute triggere, die sich wirklich für intelligent halten. Ich halte mich für dumm. Trotzdem glaube ich, dass ich nicht ganz so dumm bin wie ihr. Ich halte mich für dumm, aber nicht ganz so dumm wie ihr. So, das ist so ein Ding, ey. Your channel. Rainer? Pass mal auf, du musst unterscheiden. Du musst lernen zu unterscheiden zwischen was ich sage, um Leute zu triggern, und was ich sage. Doch, du musst eine Sache machen. Rainer, das, was du ernst meinst, triggert meist Leute. Ja? Das, was du zum Triggern benutzt, interessiert keinen. Pass auf, eine Sache musst du machen. Eine Sache musst du machen. Ich verrate dir auch was. Verstehst du das? Gar nichts hast du mir zu sagen, das verstehst du nicht. Jetzt bist du gemutet. Eine Sache musst du machen, und wenn du mir nicht zuhörst, hast du Pech gehabt. Du musst dich nämlich reconnecten. Tschüss. User in your channel was banned from the server. Das findet er wirklich witzig. Ne? Das muss er wirklich, weil sonst kommt er nicht mehr drauf. Wenn er mir zugehört hätte, doch, hätte er es vielleicht mitbekommen. Ich vermute mal, er hat weitergeschrien, oder? Warum waren es nicht einfach alle hier? Ja, dann geht auch mal weiter weg. Weil dann der Spaß vorbei wäre. Leute, dann wäre doch der Spaß vorbei. Ja, aber wie ich das halt wieder... Ihm macht es Spaß, sich über andere Leute zu stellen, andere Leute abzuwerten. Das macht Rainer Spaß. Ne? Ich habe schon so oft gesagt, er wäre so gerne auf der anderen Seite vom Zaun. 10 Minuten Video. Außerdem war nicht da versehentlich irgendwelche Leute, die gerade inkognito unterwegs sind. Hey Rainer, wieso bewirft dich deine Freundin ständig mit irgendwelchen Kisten ab? Weil sie geil auf mich ist und keinen Bock hat, dass ich dauernd streame, während sie ficken will. Deswegen. Natürlich. Wisst ihr noch, wie die Freundin heißt? Ima. Imaginär. Das war der klassische Honig. Ich hasse seine Stimme. Honig, ey, bester Mann. Ich weiß nicht, was es ist, aber der hat eine hässliche Stimme. User joined your channel. Nein, hat er nicht, Rainer. Aber ich fand das echt nicht... Du hast eine hässliche Stimme, Alter, begreif's doch mal. Das ist ja wieder Honig. Er bannt jetzt gerade jemanden, weil ihm seine Stimme nicht gefällt. Cool, ist er schon wieder da? Rainer... Alter, deine Stimme ist so hässlich, Alter, begreif es mal. Ach, meine Ohren. User in your channel was banned from the server. Mann. Ich bin gespannt, wie viele Identitäten da sind. Oh Gott, ich muss so richtig heulen. Jede einzelne von ihm. Ja, wenn er, was soll er machen? Dann markiere ich 5000. Okay. Bei der Markierung habe ich, glaube ich, keine Limits. Nur beim Bann habe ich ein Limit von 50.000 oder so. Und die werden bald erreicht, wenn du so weitermachst. User oder 80, glaube ich, sind es sogar. Aber 80.000 sind unbedingt viel. Es geht so. Ich würde in meinem ganzen Leben nicht auf 80.000 Bans kommen. Nee. Ich stehe auf diesen CS. Wie nennt Rainer das? Ein gemütlicher Abend. Mit Freunden, Lel. Nicht bei diesen Leuten. Ich überlege gerade, ob ich wirklich das Programm anschmeiße und den ganzen Raum banne. Nein, bitte nicht. Aber ich bin irgendwie zu faul. Oh, ich habe wohl was gewonnen. Aber warum? Das ist auf jeden Fall. Server? Habe ich Server gesagt? Entschuldigung, ich meine den Raum. So. Den Raum, den ganzen Raum.
Ich überlege gerade, ob ich das Programm anschmeiße und den ganzen Raum banne. Nein, bitte nicht, Drache. Genau das wollte er hören, dieser... Bah. Spann den Raum, der Raum, der Raum, der Raum. Spann den ganzen Raum. Programm starten. Oh yeah. Nein. So, 2 Sekunden noch. User left your channel. User left your channel. Lol, wie sie alle abkommen. Channel switched. Alle sind jetzt in einen anderen Raum gegangen. Auch der, der aufgenommen hat. Man hat's gehört, Channel switched. Mal gucken, ob Reini hinterherkommt. Also werfe ich, glaube ich, das Programm aber wirklich mal an, warte. Zockst du eigentlich League of Legends? Oh shit, ich muss einen neuen Query machen. Bye, bin da klar, mit kleinen Star. Da, der Query, der ist da. Oh yeah. Und ganz kurz, warum redet hier eigentlich keiner? Ja, weil sie alle Schiss haben, gebannt zu werden. Das wird aber nicht viel bringen. Man kann normal mit dir reden, also. Wird aber nicht viel bringen, ich banne sie sowieso. Egal, ob sie was sagen oder nicht. Das ist das, wo Reiner halt, ja, wo Reiner seine Macht rauszieht, die er sich gerne einredet. Hoffe ich. Nein, so. Diese Leute. Ja, weil die behindert sind. Weil ich mich teilweise darüber aufrege, wenn, Digga, die haben einfach, das Problem ist, das sind ja nicht mal 14- oder 15-Jährige, sondern das sind 20- bis 20-Jährige. Sogar Ältere. Sogar Ältere. Und die haben nichts anderes zu tun, als sie, ich mach mich Junge, ich werde. Was wolltest du sagen? Die haben nichts anderes zu tun, als in einem Teamspeak zu sitzen? In dem du gerade auch sitzt, du Dulli? Ich krieg sonst richtig Hass, aber es ist... Ich gerade auch, auf dich. Leider einfach so, dass es teilweise traurig ist, wie die sich das Leben darauf einbilden. So mich. Ich will hier also, voll auf. So. Ich bin super gut schon unterhalten. Nur mit also, alle schon markiert. Würden bitte meine Inkognito-Leute mich privat anschreiben, damit ich die nicht versehentlich mitbanne. Und die Leute, die jetzt disconnecten wollen, bitte. Wie er sich fühlt jetzt, ne? Wie er sich fühlt gerade. Bruder, mir juckt die Handfläche. Bitte schön, ihr seid schon markiert. Ich hab doch erst gemacht, Mann. Ich kann nicht anschreiben. Ey, und das Buch ist wirklich von Rainer, ne? Ich hab's genau von ihm bekommen. Supernova unbesiegt. Ja, so kleine Fettsau. Ja, Mann, komm, bann mich. Was ist denn los? Warte, warte nur. Ja, brauchst du nicht. Ciao. Oh, dann bin ich wieder offline gegangen. Er hasst mich. Der Admin selber. Stopp, du bist gemutet. Der Admin selber, Junge, kann nicht gebannt werden. Das ist nur sein Fake-Account, der gebannt werden kann. Und den entbannt er sich einfach wieder. Aber das hat sie auch noch nie gemerkt. Entschuldigung, was ist gerade passiert eigentlich? Ich habe meinen Spaß gehabt. Was sind das für Schriftzeichen hinter deinem Namen? Also Rainer, so wirst du nie eine Familie gründen, wenn du... Rainer, so wirst du nie eine Familie gründen. Fand ich gut. Ich weiter so benimmst. Warum? Ich lerne meine Frau ja nicht auf so eine Art und Weise kennen. Nein, aber böse auf Demon sein, weil er in seinem Revier gewildert hat, wie Rainer es nennt. In seinem Jagdrevier hat der Demon gewildert. Wo soll ich sonst Frauen kennenlernen? Das geht doch nur hier. Anderer Spruch von Rainer, ja, ich werde meine Frau hier niemals kennenlernen. Ja, richtig, Rainer, du wirst ja auch nirgendwo anders kennenlernen. Kleiner Funfact. Weil Kissen abwirft oder was? Du bist gemutet. Ab sofort ist es einfach nur so lächerlich, weil es ist so ein Kind. Ab sofort ist es lächerlich. Warum? Weil Rainer es gesagt hat. Was Rainer sagt, ist Gesetz. Kindergarten, was sich hier so von den Kindergarten abzieht. Hey cool, ich brauche ihn gar nicht muten. Ich brauche nur sagen, er ist gemutet und er ist ruhig. Wahnsinn. User in your channel was banned from the server. Mein Sohn. Darf ich eben fragen? Ja, ja. Mal eben eine Frage, diese Sache, das hat mich schon irgendwo interessiert. Wie hat das Supernova eigentlich geschafft, sich hier reinzuhacken? Also hat sich überhaupt nicht reingehackt. Es ist nur etwas passiert, von dem ich erst später erfahren habe. Ach so. Das war eben die Person hier. Du hast gehackt! Ich kann dich nicht bannen! Du hast gehackt! Das war Supernova. Das war ein Missverständnis. Das war nur ein Missverständnis. Ein Missverständnis, Rainer. Das Missverständnis hatte ich fast zu einem Herzinfarkt geführt. Hat sich schon erledigt. Ach so, okay, Squall, du bist dran. Hast du dich dann entschuldigt beim Supernova, dass du ihm Hacken vorgeworfen hast, weil der war ja scheinbar ehrlich?
nö, hat keinen Grund dafür gegeben, denn er hat... Nö, ich hab ihn angeschrien wie ein Geisteskranker. Aber zum Entschuldigen hat es... Nö, hat ja keinen Grund gegeben. Ich hab mich kurz darauf nämlich total lange beleidigt. Ich hab sogar eine Aufnahme davon, wie er mich beleidigt hat. Rainer, wir auch. Wie gesagt, nicht nur er hat aufgenommen, ich habe auch aufgenommen. Was hat er denn mir gesagt? Ich in den nächsten Tagen auch mal hochladen. Was hat denn der gesagt? Das Coole ist, wenn er mich dann anzeigt, kann er mich nicht einmal anzeigen. Ja, stimmt, weil er das ja selber gemacht hat, ne? Das stimmt schon. Ja, nicht einmal das. Ich kann ihn dann anzeigen, wenn er mich anzeigt, weil er irgendwas angeblich veröffentlicht, meinen Namen in den Schmutz zieht und was weiß ich noch alles. Rainer, er veröffentlicht, wie du wirklich bist. Und das nennst du selbst deinen Namen in den Schmutz ziehen. Das liegt halt daran, dass du bist, wie du bist. Ja. Er hat ungefähr 10 Anklagepunkte und wenn er mich anzeigt, habe ich seinen Namen und kann ihn anzeigen. Wie heißt denn der? Sag mal, da kann ich mal auf Facebook gucken. Ich weiß nicht, wie er heißt, das ist ja der Witz, aber wenn er mich anzeigt... Ist ja der Witz, ich weiß nicht, wie er heißt. ...anzeigt, weil ich das hochlade von ihm und mir, dann kann ich ihn gleichzeitig anzeigen, weil dann habe ich seinen Namen. Ja, weil wenn er mich anzeigt, dann muss ich ja wissen, wer es ist. Und dann fahre ich ja von dem Anwalt, beziehungsweise kann über den Anwalt eine Gegenanzeige machen. Rainer, das ist das Ding, was du nicht geschnallt hast. So, wenn dich jeder Einzelne anzeigen würde... Und du jeden Einzelnen zurückanzeigen würdest, dann haben alle Einzelnen eine Anzeige. Du hast aber Hunderte. Verstehst du das? Ja, aber, was hat er denn dazu gesagt? Also, er hat ja was weggeschnitten. Ich denke mal, dass er die Hälfte sich ja weggeschnitten hat, ne? Von dem, was er hochgeladen hat. Ja klar, die schneiden doch immer was weg. Drunk würdest du. Nein, auch hier wird nichts weggeschnitten. Die ganze Zeit schon nicht. So wie er hier redet, das ist unser Reini. Willst du nochmal was sagen? Was hat denn der weggeschnitten? Ich habe keine Ahnung, ich habe mir das dann angehört. Ich schaue mir das dann an. Aber was mich jetzt persönlich interessiert, will jetzt mal so an. So, ich habe das Mikrofon kurz wieder ausgeschaltet. Ich bin ja der Supernova und ich habe überhaupt nichts weggestellt. Ne? Hier ist er, Leute. Das ist unser Supernova. Also ich habe natürlich überhaupt nichts weggestellt. Ah, Supernova nimmt das Ganze hier auf. Oh, das ist ja wunderbar. Was für ein Ehrenmann. Das ist halt natürlich genauso. Ich habe ihn auch nicht beleidigt danach oder sowas. Aber wie ihr seht, konnte er auch natürlich nicht sagen, was passiert ist. Gut. Witzig, dass er meine Stimme nicht erkennt, weil ich die mal eben so schlecht verstelle. Der ist so der große Stimmenerkennungslord, lieber Supernova. Liebe! Wobei ich immer noch, wenn du mir jetzt den Drachenrang, den Feuerrang wiedergeben würde, ich würde mir jetzt immer noch keinen Scheiß bauen. Liebe! Ja, Leute, das war's. Wir haben es geschafft. So ein kleiner Teamspeak-Mitschnitt aus 2017. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf so uraltes, auf die erste Teamspeak-Staffel, ja, wo halt RBS auch noch dabei war und so weiter, schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich versuchen, das zusammenzupacken, werde es dann irgendwie rendern und dann werde ich schon schaffen, das zu reacten. Gut, Leute. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder im nächsten Stream, ne? Bis dahin, werdet oder bleibt gesund, passt gut auf euch auf, ich blende jetzt hier links noch ein Video ein, rechts eine Playlist, in der Mitte könnt ihr mir ein Abo dalassen, das würde mich sehr freuen. Ja, Leute, ganz viel Liebe an euch, ganz, ganz viel Liebe. Und hier, Michi auf, Metal, Finger, Fliesen, Löwe!